Elemente darstellen. Ziel ist es, dem Gegner Beobachtung und direkte Wirkung auf die Kolonne zu verwehren. Dem Schutz von Konvois dient zudem die Abstützung auf eingesetzte Kräfte im Einsatzraum. Dazu gehören Checkpoints und Patrouillen. Unterstützt werden die bodengebundenen Kräfte hierbei durch verantwortlich für die Durchführung und Koordination des Konvois und der eingegliederten Kräfte. Fahrzeug Nummer 4 ist der Störpanzer Hummel. Dieser ist in der Lage, weiträumige Funksignale effektiv zu stören. Andere im Einsatz befindliche Systeme, die sogenannte Jammer, sind in der Lage, auch die funkgesteuerte Zündung von Sprengstofffallen, sogenannten IEDs, zu verhindern. Als fünftes Fahrzeug ist ein Joint Fire Support Team auf Schützenpanzer Marder in den Konvoi eingegliedert. Dieses wird Ihnen im Detail noch zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt. Fahrzeug Nummer 6 ist ein Geländewagen der Feldjäger. Diese unterstützen im Vorfeld bei der Marschplanung und Markierung der Marschstraße. Hinter den Feldjägern fährt als Fahrzeug Nummer 7 der bewegliche Arzttrupp zur Sanitätsunterstützung bei Bedarf. Fahrzeug Nummer 8 ist ein weiterer Marder der Geleitschutzkräfte, um auch in der Mitte des Konvois stets Sicherungskräfte direkt verfügbar zu haben. Nun folgen die zu schützenden Fahrzeuge. Als Fahrzeug Nummer 9 ist ein LKW 15 Tonnen Multi in den Konvoi eingegliedert. Die Fahrzeuge Nummer 10 und 11 sind 2 LKW 10 Tonnen mit Nachschubgütern. An 12. Position marschiert ein Dingo 2 zur Sicherung. Er ist ein geschütztes Fahrzeug, das für die Durchführung von Patrouillen und Sicherungsaufgaben sowie zum Transport von bis zu 6 Soldaten und ihrer Ausrüstung eingesetzt werden kann. Ausgestattet ist der Dingo mit einer Waffenstation, die mit einem Maschinengewehr MG3 oder einer Granatmaschinenwaffe bestimmt werden kann. Fahrzeug Nummer 13 und 14 sind 2 LKW 5 Tonnen. Der Umfang der Versorgungsfahrzeuge kann bedarfsgerecht erweitert werden. Als vorletztes Fahrzeug sehen Sie mit der Nummer 15 den LKW 2 Tonnen des gefechtsschadenden Standsetzungstrupps. Damit können Ausfälle kurzfristig behoben und die Stetigkeit des Marsches gewährleistet werden. Der Schützenpanzer Marder mit der Nummer 16 schließt als weiterer Geleitschutz die Kolonne. Der FPZ Marder, TPZ Fuchs und der Dingo bilden von Schutz, Mobilität und Wirksamkeit. Diejenigen Gäste, die über den gesamten Tag an der Leerung teilnehmen, werden den Konvoi an einer späteren Station in einer Gefechtslage erneut sehen. Schauen Sie nach links oben. Um dringend benötigte Hilfsgüter an die Bevölkerung von Unterwetterdorf zu verteilen, wird eine Bell UH-1D eingesetzt. Dieses seit 1999 bis heute im KFOR-Einsatz im Kosovo bewährte Luftfahrzeug ist in der Lage, Nutzlasten bis zu 800 Kilogramm bei einer Einsatzdauer von bis zu 2 Stunden 20 zu transportieren. Die Fluggeschwindigkeit beträgt dabei bis zu 200 Stundenkilometer. Landet nun die Besatzung eines Fahrzeuges an. Schauen Sie erneut nach links oben. Das Nachfolgesystem der Bell, ein NH90, verbringt einen luftverlastbaren Geländewagen Wolf. Geschwindigkeit von über 300 Stundenkilometern. Er ist voll nachtflugfähig
verfügt über ein Wetterradar sowie eine Infrarotkamera und ist auch mit elektronischen Schutzeinrichtungen zur Abwehr von Menschenkörpern ausgestattet. Schauen Sie nach rechts. Die Bewaffnung des Zolls wird unverzüglich in die Einsatzbereitschaft herstellen, um anschließend die dringend benötigten Newsgüter an die Bevölkerung von Unterwettendorf zu verteilen. Gerade in Räumen, in denen es Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder Ethnien gibt, kommt es darauf an, eine Gleichbehandlung aller zu gewährleisten. Dies betrifft insbesondere Versorgungsleistungen. Ansonsten besteht die Gefahr von Instabilität im Einsatzraum. Der Schutz gegen atomare, biologische und chemische Gefahrenstoffe hat im Einsatz große Bedeutung. Wir stellen Ihnen daher jetzt ausgewählte Systeme der ABC-Abwehrgruppe vor. Vorsicht, sehen Sie den Truppenentstrahlungs-, Entgiftungs- und Entseuchungsplatz 90, kurz TP90. Dieses Dekontaminationssystem ist mit dem 4-moduligen ISO-Container befähigt, Kraftfahrzeuge, Großgerät, Luftfahrzeuge, Personal und persönliche Ausrüstung sowie Straßenabschnitte und Gebäude zu dekontaminieren. Wir haben Ihnen hier angedeutet, wie ein Soldat, eingesetzt auf dem Ausleger des Systems, Fahrzeuge dekontaminieren kann. Das Trägerfahrzeug ist das bestgeschützte seiner Art in der Bundeswehr. Es wird im deutschen Einsatzkontingent in Afghanistan eingesetzt. Sie sehen jetzt den ABC-Spürpanzer Fuchs. Er unterstützt die Kampftruppe durch stehende und bewegliche A- und C-Aufklärung, durch Spüren und Überwachen von Kontaminationen sowie durch Probenahme. Auch der Spürpanzer ist im deutschen Einsatzkontingent ISAF im Einsatz. In Oberwettendorf haben die Soldaten der Patrouille Verbindung zur einheimischen Bevölkerung aufgenommen und Gesprächsaufklärung betrieben. Dabei erhielt der Patrouillenführer die Information, dass sich bei Oberwettendorf ein ausgefallenes feindliches Gefechtsfahrzeug befindet, welches vermutlich mit ABC-Kampfstoffen belastet ist. Danach wurde entschieden, zur Aufklärung der Gefahrstoffe einen Analytiktrupp des Spezial-ABC-Abwehrreaktionszuges auf den Transportfahrzeug Quad anzufordern, den Sie vor sich sehen. Der Zug ist ein Einsatzelement der ABC-Abwehrtruppe, das die wissenschaftliche Beratungsfähigkeit bei einem Einsatz von ABC-Waffen durch asymmetrische Kräfte und bei Bedrohung durch industrielle Gefahrenpotenziale sicherstellt. Hierzu verfügt er über die modernsten tragbaren Messgeräte zur ABC-Aufklärung und naturwissenschaftlich qualifiziertes Personal. Der Führer des Trupps hat vor Ort mit dem Patrouillenführer Verbindung aufgenommen. Der Analytiktrupp wird eine qualifizierte Probenentnahme durchführen, um festzustellen, ob eine Gefährdung für die eingesetzten Kräfte oder die Zivilbevölkerung vorliegt. Jeder Einsatz des Trupps wird durch Sanitätskräfte unterstützt. Schauen Sie nach links vorn. Wir stellen Ihnen jetzt das Manipulatorfahrzeug Theodor der Kampfmittelbeseitigungskompanie vor. Beim Theodor handelt es sich um ein batteriebetriebenes Kettenfahrzeug, das über Kabel und mehrere hundert Meter über Funk betrieben werden kann. Der Theodor wird zum Erkunden des Weges zu einem IED, zum Untersuchen von Räumen und Kfz, zum genauen Feststellen der Lage und Größe, Form und Umhüllung der Sprengvorrichtung sowie zum Anlegen oder Ablegen einer Vernichtungsladung eingesetzt. Darüber hinaus kann die Sprengfalle mittels der Greifzange manipuliert werden. Der Theodor kann auch als Waffenplattform und bei Nutzung verschiedener Kamerasysteme zur Überwachung und Sicherung genutzt werden. Er hat jetzt seine Bolzenschussgeräte zum Einsatz gebracht. Der Theodor mindert das besondere Risiko für die Kampfmittelbeseitiger erheblich. Schauen Sie nach links. Der Analytiktrupp des Spezial-ABC-Abwehrreaktionszuges hat die erste Analyse abgeschlossen. Für weitere Untersuchungen wurden Proben entnommen, die in einem mobilen Labor im Feldlager untersucht werden sollen. Aufgrund der noch nicht geklärten Situation am Fahrzeug wird dieses zum Schutz der eingesetzten Kräfte und Zivilbevölkerung mit Warnhinweisen gekennzeichnet. Schauen Sie erneut nach links. Über den Höhenrandweg bei Oberwettendorf nähern sich wettinische Flüchtlinge an, die Hilfe ihrer Landsleute suchen.
Diese haben sie bereits auf ihrer Fahrt zum Checkpoint gesehen. Der Führer der in der Ortschaft eingesetzten Patrouille begibt sich zu den Flüchtlingen und führt Gesprächsaufklärung durch. Von den Flüchtlingen erfährt die Patrouille, dass seeländische Kräfte mit Panzern und Schützenpanzern Richtung Munster marschieren. Diese hatten dabei das Feuer auf die Wettiner eröffnet. Für die Verdichtung der Aufklärung in seinem Verantwortungs- und Interessenbereich stehen dem Kommandeur Taskforce weitere Aufklärungsmittel zur Verfügung. Zum Erhöhen seiner Wirksamkeit verfügt er über zusätzliche Wirkmittel der Artillerie. Schauen Sie nach vorn. Sie sehen jetzt das Kleinfluggerät Zielortung, kurz KZO. Dabei handelt es sich um ein unbemanntes, programmgesteuertes und fernlenkbares Fluggerät zur Zielortung sowie zur Lage- und Wirkungsaufklärung von bewegten und stehenden Zielen. Die Drohne kann GPS-gestützt für maximal 3,5 Stunden bis zu einer Tiefe von 100 Kilometern aufklären. Das System KZO ist seit längerem im Einsatzkontingent ISAF im Einsatz. Vor sich sehen Sie die luftgestützte, unbemannte Nahaufklärungsausstattung, abgekürzt LUNA. Dabei handelt es sich um ein kleines, wendiges Aufklärungssystem, das je nach Auftrag mit bis zu 3 Kameras ausgestattet werden kann. Das System bietet dabei die Möglichkeit, Video, Infrarotfilme sowie Standbilder in Echtzeit zu übertragen, um der Truppe einen Informationsvorsprung zu verschaffen. Links vor Ihnen ist der Bodenbodenanteil eines Joint Fire Support Team in Stellung gegangen, den Sie bereits im Konvoi gesehen haben. Ein zweiter Anteil Bodenluft koordiniert real die eingesetzten Luftfahrzeuge und befindet sich 200 Meter hinter der Tribüne. Ein Team besteht grundsätzlich aus 2 Fahrzeugen. Um eng mit der Kampftruppe zusammenwirken zu können, ist das hier gezeigte Team wie die Panzergrenadiertruppe mit dem Schützenpanzer Marder ausgestattet. Weitere mögliche Fahrzeuge sind zum Beispiel der Spähwagen Fennec und andere gepanzerte Transportfahrzeuge. Als Beobachtungspanzer ist das Team mit folgendem Rüstsatz ausgestattet: Periskop mit integriertem Laserentfernungsmesser, einer Fahrzeugnavigationsanlage und einem Datenübertragungsgerät. Das Joint Fire Support Team gewährleistet die streitkräftegemeinsame taktische Feuerunterstützung auf Einheitsebene. Hierzu zählen die Wirkmittel von Heer, Luftwaffe und Marine. Rechts vor Ihnen hat ein Counter-Battery-Radar, kurz COBRA, Arbeitsbereitschaft hergestellt. Die Radaranlage ortet und klassifiziert feindliche Rohr- und Raketenartillerie sowie Mörser durch Einmessen der Flugbahn, der Geschosse und Raketen. Die maximale Aufklärungsentfernung des COBRA beträgt 40 Kilometer. Dabei können 40 Feuerstellungen in 2 Minuten geortet und über das Führungs- und Waffeneinsatzsystem Adler weitergeleitet werden.